Jetzt kommen wir zu unserem Ziel, dass Lambda M ja Lambda M heißt, weil es Makros hat und die Spracherweiterung ein entscheidendes Feature ist. Wir haben in dem Video davor auf der Zeile 550 aufgehört. Was sieht man da, Herr Fahr? Ja, hier sieht man jetzt im Prinzip den Syntaxbaum der Sprache selbst. Das heißt, über die Sprache, über die wir hier reden und die wir hier sehen, die hat natürlich irgendwo einen Parser und der Parser übersetzt das natürlich in einen abstrakten Syntaxbaum. Und diesen abstrakten Syntaxbaum sehen wir hier nochmal definiert. Das heißt, den würden wir genauso in der Haskell-Implementierung nochmal finden. Und da sehen wir auch, also vieles, über das wir schon gesprochen haben, Variablen natürlich, Abstraktion, Applikation, Characters, Zahlen, Tupel, Match, Let, Data und ganz unten ist neu das Makro, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Aber gerade nochmal die Zeilen darunter. Das ist der Syntaxbaum wovon? Von der erweiterten Sprache. Ich habe sie einfach mal Lambda M Plus getauft. Denn Ziel dieses ganzen Projektes war ja, mit dieser Sprache, die wir hier gerade sehen, also Lambda M, sich selbst zu erweitern, dass es am Ende typisiert ist, dass man eben nicht mehr sich nur auf Vereinbarungen verlassen muss, sondern eben auch Typen zur Hilfe noch hat. Das ist vieles sehr ähnlich, dass man Abstraktionen hat, Applikationen, ANN wird wahrscheinlich für Annotation stehen. Ganz genau. Dann haben wir wieder ein Match, Variablen, Tupel, Zahlen, natürlich Character, Let, Data. Das Makro ist jetzt in der neu entstehenden Sprache rausgeworfen. Dafür gibt es hier etwas Neues, ein Import. Also man sieht, die Sprachen sehen praktisch gleich aus. Und der Witz ist, dass in der X-Sprache Typisierung dazugekommen ist und in der alten Sprache gibt es keine Typisierung und sie werden übersetzen von der X-Sprache, ich nenne es deswegen X, weil die ganzen Namen mit einem X starten, in die nicht geXte Sprache zu übersetzen. Also zwei Bäume von dem einen ins andere gehen, aber zwischendurch einen Typcheck zu haben. Genau. Dazu habe ich eben vorgeschlagen, das Vorgespräch zu dem Video, wir müssen uns mal Makro anschauen. Das ist ja das heiße Statement von dem Statement, oh, ganz gefährlich, sollte ich nicht sagen. Das heiße Feature in der Sprache, das wir noch gar nicht kennen. Wie sieht das aus? Dann springen wir da mal hin zu dem großen Makro, was im Prinzip die erweiterte Sprache ermöglicht. Also wir sind ja jetzt die ganze Zeit durch die Prelude und nirgendwo kommt dieses Schlüsselwort Makro vor. Und in Zeile 13.13 sehen wir das zum allerersten Mal. Auch eine schöne Zahl. Und sieht ähnlich aus wie ein Let und trotzdem macht es was anderes. Genau, also es hat große Ähnlichkeit mit einem Let. Das liegt auch einfach daran, hier binden wir auch wieder an einen Namen einen Wert. Also Name F, Wert ist hier diese ganze Funktion und es kommt auch wieder ein In, wie das eigentlich bei jedem Sprachkonstrukt ist, was irgendwie was mit Definition zu tun hat. Und jetzt gibt es aber eine große Besonderheit, denn dieses Makro kann man sich als Funktion vorstellen, die kriegt den Rest des Programms, also das, was hier nach dem In folgt, als String rein. Nochmal, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Also nach dem In kommt nicht wie bei einem Let jetzt ganz normales Lambda M dahinter, sondern ab 13.19 ist alles interpretiert als eine Zeichenkette und die von Makro F definierte Funktion wird auf diese Zeichenkette angewendet. Genau, also der Parser hört im Prinzip, also der Parser in Haskell hört im Prinzip an dieser Stelle auf zu parsen, sondern interpretiert den Rest der Datei nur noch als String. Und sobald der Evaluator dann auf so ein Makro stößt, ruft der Evaluator tatsächlich diese Funktion hier an der Stelle schon auf, also dieses F hier. Und zwar mit dem Argument, also das mit dem Rest des Programms als Argument. Und damit haben Sie also die ganze Zeichenkette, den Rest des Programms. Das sieht zwar gerade durch Ihr Syntax-Highlighting so aus, als ob es normal wäre. Es ist tatsächlich erstmal für Lambda M nichts anderes als eine Zukunft mit Zeichenkette, die jetzt verarbeitet wird. Genau, wobei man hier aber auch schon ein erstes Indiz dafür sieht, dass es nicht ganz so normal ist, denn das Import gibt es ja in Lambda M nicht. Das haben wir auch am Anfang nicht eingeführt, weil es einfach nicht da ist. Aber dieses Makro hier implementiert ja eine neue Sprache, die nach diesem In quasi aktiv ist. Und diese neue Sprache hat den Import. Und deswegen ist hiernach der Import auch überhaupt erst möglich. Da wird schon was umgesetzt, was eigentlich noch nicht geht, aber schon wieder oben eingebaut ist. Also die ganzen Zeilen
zwischen 550 ungefähr der Mitte der Prelüde jetzt bis 1313, da steckt das Geheimnis drin, was in 1318 nach dem Int passieren wird. Genau. Ne? Darum haben wir uns auch so viel mit Parserkombinatoren beschäftigt. Wir brauchen die ganzen Werkzeuge, um jetzt die Zeichenkette da verarbeiten zu können. Dürfen wir trotzdem schon mal reinlugen in diese Prelude Typed LM? Da können wir schon mal reingucken. Da steht aktuell nicht viel drin. Das vielleicht will Proof of Concept, ne? Genau. Mhm. Ja, das war ja auch im Prinzip das große Ziel der Sprache Lambda M. Man sieht hier, vielleicht kurz mal drauf eingehen, man sieht hier schon, dass Data-Definitionen angepasst wurden. Die bestehen jetzt nicht nur noch aus ihren Datenkonstruktoren, also Consonil zum Beispiel, sondern auch noch zusätzlich aus einem Typkonstruktor, in dem Fall List. Das heißt, endlich kann man auch über Typen wirklich in der Sprache reden. Und auch die Benennung der Argumente für den Datenkonstruktor ist nicht mehr egal, sondern es spielt eine Rolle, denn das sind jetzt die Typen quasi. Denn der Datenkonstruktor stellt ja auch eine Funktion dar, wie jede andere, und diese Funktion hat einen Typ. Und mit den hier folgenden Typen kann ich quasi definieren, was dieser Konstruktor für Argumente annimmt. In dem Fall eben ein Kopf von Typ der Liste und die gleiche Liste, also den Rest der Liste nochmal vom gleichen Typ. Wenn man so möchte, sind diese ganzen Datenwerte, die wir mit Datenkonstruktoren geschaffen haben, lassen sich über ein Typsystem, mehr vereinfacht gesagt in Mengen, jetzt strukturieren und darüber eben auch eine Bezeichnung zugänglich machen, dass man sich darauf verlassen kann, wenn es jetzt eine Liste gibt, da ist wirklich der Head von irgendeinem beliebigen Typ, den wir da angeben können, und der Rest ist auch wieder, der Tail ist auch wieder notwendigerweise eine Liste. Genau, aber sie muss vom gleichen Typ sein und das geht eben jetzt erst mit Typsystemen. Und man sieht es vielleicht schon, ich habe hier nirgendwo Typen wirklich hingeschrieben. Hier führe ich zwar neue Typen ein, aber zum Beispiel in dem Beispiel hier unten das Map, das annotiert nirgendwo einen Typen. Das liegt einfach daran, dass diese erweiterte Sprache eine Typinferenz hat. Nach dem Hindley-Milner-System, also wer da Interesse hat, kann sich das einfach mal, ich glaube der Wikipedia-Artikel ist ganz gut, kann sich das da einfach mal anschauen. Das heißt, das System findet die Typen für Variablen vollständig selbst heraus. Das müssen wir uns gerade mal auf der interaktiven Konsole angucken, glaube ich, damit man auch die Bereitschaft hat, sich den Rest mal anzutun. Genau. Ich fange vielleicht erstmal mit was Einfachem an, wie einer Zahl. Die gibt es natürlich auch in der erweiterten Sprache. Können wir das auch noch ein bisschen größer dann machen? Geht das? Ja. Ich kann alles größer machen, aber es soll... Ja, dann kann man das besser sehen. Genau. So, ich sag's jetzt schon mal vorneweg oder starte schon mal, es wird etwas länger dauern. Das liegt einfach daran, dass natürlich das Ganze durch einen Evaluator ausgeführt wird und dieser Evaluator, meine Prelude, definiert ja eine neue Sprache, also im Prinzip eine doppelte Injektion. Wir haben da einen Compiler im Compiler so gesehen und das macht das natürlich nochmal viel langsamer. Und es gibt noch eins, wir hatten schon mal darüber, die Zeichenkettenverarbeitung, die ist mit diesem Pattern Match sehr aufwendig, also jedenfalls nicht so laufzeiteffizient. Und jetzt kommt noch unser Videoprogramm im Hintergrund dazu, weil eben ging das deutlich schneller. Das frisst gerade uns auch Ressourcen, dass man rausfindet, dass 0 tatsächlich eine natürliche Zahl ist. Genau, aber man sieht es, das Makro hat jetzt neben dem Wert, der ja vorher auch schon immer geprintet wurde, printet das Makro jetzt zusätzlich auch immer noch den Typ. Und jetzt können wir auch ein bisschen mutiger werden und uns auch mal den Typ von Map anzeigen lassen. Auch das wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Ja, und das ist auch das Besondere. Das wird jetzt inferiert von der Maschine. Der Typ von Map, das nimmt Bezug auf die Map-Funktion, die wir oben sehen. Die wurde jetzt da ja nochmal definiert. Genau, müsste gleich soweit sein. Da haben wir es. So, hier unten den Wert kann man ignorieren. Das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Das ist im Prinzip einfach nur das, was auch hier in der Datei steht. Interessant ist hier jetzt der Typ. Da haben wir nämlich eine Funktion, das sehen wir an den Pfeilen hier. Und zwar eine Funktion, die als allererstes Argument wieder eine Funktion erwartet. Und zwar eine Funktion, die einen Wert vom Typ U1 in einen Wert vom Typ V1 umwandelt. Als nächstes Argument nimmt diese ganze Funktion hier eine Liste von U1 an und wandelt sie dann mit Hilfe dieser vergebenen Funktion in eine Liste von V1 um. Ich versuche es mal mit anderen Worten. Die erste Liste sind Elemente von einem Typ.
Die zweite Liste sind Elemente von einem anderen Typ. Und diese Map-Funktion muss genau diesen einen Typ nehmen und in den anderen Typ überführen. Genau, mit dem jedes einzelne Element überführt wird. Und das hat die Typinferenz, ich finde das sehr eindrucksvoll, die zeigt das glasklar, das hat die rausgekriegt, ja. Indem sich das Programm angeschaut hat. Das ist sehr mächtig geworden, jetzt müssen wir uns mal, da müssen Sie ein bisschen führen, in der Prelude anschauen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, zu dieser Mächtigkeit, dass das System das kann. Sie sagten gerade auch, Hindley-Milner und sowas, also Typinferenz, sich anzuschauen, ist ein Problembereich für sich. Das kann man sich selbst nochmal in Wikipedia oder sowas durchlesen. Wo sollen wir mal eben einsteigen? Am besten steigen wir bei der Funktion mal kurz ein, die vielleicht einfach den neuen Syntaxbaum in den alten umwandelt, dass da schon mal die Brücke da ist. Dazu springe ich jetzt einfach mal in der Datei. Die Funktion heißt nämlich Translate, sinngebend. Und das ist einfach eine Funktion, die nimmt den alten Syntaxbaum an, also diese ganzen X-Syntaxbäume. Jetzt müssen wir wieder dran denken. Hier sind wir noch in der alten Sprache, darum ist die nicht typisiert. Darum steht der Tree-Tree und nicht irgendwie der eine Tree und der andere Tree. Genau. Und auf diesen neuen Syntaxbaum wird gematcht, so wie wir das schon kennen. Und dann eben bei den meisten Fällen einfach stumpf übersetzt. Zum Beispiel sieht man hier bei der Abstraktion, da wird die linke Seite zuerst übersetzt, dann die rechte Seite wird übersetzt. Und das Ganze wird dann in den alten Syntaxbaum überführt, nämlich jetzt ohne ein X. Das gleiche Spiel bei der Applikation. Hier bei der Annotation sehen wir schon einen Unterschied, denn in der alten Sprache gibt es ja keine Typen, das heißt, ich kann auch keinen Wert damit annotieren. Da aber zu dem Zeitpunkt, wo Translate aufgerufen wurde, ja schon das Typsystem vollständig durchgelaufen ist und das Programm überprüft hat, brauchen wir auch keine Typen mehr. Das heißt, Translate braucht nur noch die linke Seite, also den Wert zu betrachten. Match wird auch einfach wieder stumpf übersetzt, 1:1, genauso Variablen, Tupel, Zahlen, Zeichen. Let's, muss man mir jetzt einfach mal glauben, werden auch einfach stumpf übersetzt. Und hier bei Data wird es auch übersetzt, aber auch hier wird wieder der Typkonstruktor ignoriert, denn auch der ist nicht notwendig. Und hier habe ich mich einem einfachen Trick bedient, denn es ist tatsächlich in der Sprache für Datenkonstruktoren völlig irrelevant, wie man die Argumente nennt. Also ob ich die jetzt left oder right nenne oder left oder left oder a oder a, ist völlig irrelevant. Es geht im Prinzip nur um die Stelligkeit des Datenkonstruktors. Des Daten- oder Typkonstruktors? Des Datenkonstruktors hier. Datenkonstruktors. Das ist ja noch die alte Sprache. Jetzt kommen Sie mal kurz runter, damit ich... Okay, ich glaube das jetzt mal. Ja, natürlich, Sie sind der Schöpfer der Sprache, alles klar. Das kommt nur darum, weil wir uns ganz zu Anfang mal geeinigt haben, wir müssen unterscheiden wirklich sauber zwischen Daten- und Typkonstruktoren, weil es wichtig ist. Weil jetzt führen wir ja erst Typkonstruktoren ein in dieser neuen Sprache. Genau, aber wir brauchen ja bei der Übersetzung in die alte Sprache den Typkonstruktor gar nicht mehr. Das heißt, wir reden hier in der Implementierung auch nur über Datenkonstruktoren. Und eben weil es egal ist, wie ich diese Dinger nenne, sondern es nur auf die Stelligkeit ankommt, gebe ich ihnen hier immer den Namen A. Das heißt quasi, egal was ich hier in meiner erweiterten Sprache für Namen wähle, das wird einfach stumpf übersetzt in Datenkonstruktoren, deren Parameter, sag ich mal, immer A heißen. Genau, hier, wo wir eben jetzt schon dran rumgezeigt haben, sieht man den... quasi wie Typen in meinem Typsystem repräsentiert werden. Ist ein bisschen kleiner wie der eigentliche Syntaxbaum, besteht im Prinzip einfach aus der Anwendung von Typen, aus Typvariablen, aus fixen Namen, also zum Beispiel, wie man hier unten sieht, Integer, Natural, Char oder Boolean. Dann gibt es noch Typen für Tupel, denn die müssen besonders gehandelt werden. Die sind ja im Gegensatz zu Listen nicht homogen, sondern heterogen. Dann als letztes gibt es noch eine Typrepräsentation für Funktionen, einfach wo dann vom linken Typ auf rechten Typ abgebildet wird. Was gibt es noch Spannendes, wo man mal kurz reinschauen könnte? Da sehen wir gerade, Sie führen Typnamen ein. Genau, einfach so ein paar Standardtypen, von denen ich ausgehe, dass die erweiterte Sprache sie hoffentlich definiert. Dann haben wir noch, genau, es gibt noch eine Stelle, ich weiß nicht,
ob es Sinn macht, da zu springen. Wir hatten eben so im Vorgespräch zu dem Video auch gesagt, eigentlich reicht es ja jetzt, dass nur noch die primitiven, die nativen primitiven Funktionen, die eingeführt sind, die muss man jetzt der neuen Sprache bekannt machen, dass es die gibt, mit welchem Typ. Und den Rest müsste man dann inferieren können. Genau. Sie haben sich aber entschieden, es ein bisschen anders zu machen. Genau, und zwar, das hatten wir, glaube ich, in einem vergangenen Video auch schon mal gezeigt, aber noch nicht erklärt, um was es hier so richtig geht. Genau, da ging es um Monaden und die Verschachtelungsgeschichte da. Ja. Im Prinzip, dieses Typsystem, was ich hier in LambdaM implementiert habe, hat natürlich selbst auch einen Kontext, in dem es sich die Typen mitführt von dem Programm, das es analysiert. Und diesen Typkontext kann ich natürlich auch schon mal vorfertigen mit nativen Funktionen, die es so gibt. Das sieht also man zum Beispiel. Jetzt wieder eine klare Entscheidung, ne? dass Sie eigentlich so eine Vorentscheidung treffen, dass Sie dem Programm Typen bekannt machen, von denen Sie vermuten, die möchte jemand haben. Ne? Genau, damit man eben nicht wieder bei Null anfängt mit dieser neuen Sprache, sondern schon ein bisschen mehr im Prinzip hat. Das sieht man auch hier ganz gut, zum Beispiel die Grundrechenarten, die vier, Modulo, geteilt, Multiplikation, Subtraktion und Addition. Und da sieht man zum Beispiel hier, wenn ich mal ein bisschen rüber scrolle, dass ich hier so einen Typ zurückliefere, im Prinzip, der dann in den Kontext eingetragen wird. Und der ist eben eine Funktion, die nimmt eine natürliche Zahl an, liefert eine Funktion zurück, die auch wieder eine natürliche Zahl annimmt. Und am Ende kommt auch wieder eine natürliche Zahl raus. Was man da drüber sieht gerade, da haben Sie, glaube ich, gleich gehabt, ne? Da ist das Schöne, da sieht man, dass zwei Typvariablen da sind. Ne? Genau, da habe ich mir hier so einen Helfer geschrieben. Benannt ist das Ganze Enter with Type Variables. Mhm. Und die Idee ist, dass ich hier, man sieht das schon, angeben kann, mit wie vielen Typvariablen ich den Typ erzeugen möchte. Und wenn ich hier zwei angebe, dann kann ich mit Pattern Match mir auch genau diese zwei rausholen und kann dann einen Typ zurückliefern, der mit genau diesen zwei Typvariablen eben arbeitet. Und im Fall von gleich-gleich kann man natürlich zwei beliebige Dinge vergleichen. So ist es zumindest unter der Haube implementiert. Man könnte jetzt natürlich auch dahergehen und sagen, gleich-gleich kann nur Werte des gleichen Typs vergleichen, denn wenn sie ungleiche Typen haben, sind sie sowieso nicht gleich. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, denn es wird dann sowieso false rauskommen. Also Ihre Typinferenz sollen gefälligst ein bisschen arbeiten. Okay, dann sind auch einige weitere Funktionen, die wir hatten ja ganz, das ist die 871 gerade, das ist unser Curry, was ja ganz am Anfang der Prelude stand. Jetzt wird es hier regelrecht mit Typinformationen im Nachtrag versehen, das heißt Curry kann ich nach wie vor verwenden. Jetzt ist es in der erweiterten Sprache mit einem Typ dazugekommen. Genau. Hätte die Sprache aber selber auch ableiten können, ne? Genau, und zwar, es gibt hier zwei Möglichkeiten, also diese primitiven Funktionen muss ich beibringen, das geht gar nicht anders, denn die sind ja schließlich auch nicht in LambdaM selbst implementiert, sondern die stellt mir Haskell zur Verfügung. Die Funktionen wie hier, Curry zum Beispiel, die ich weiter oben definiert habe, könnte ich natürlich auch, statt Ihnen hier den Typ beizubringen, könnte ich auch eine Definition zur Verfügung stellen, die ich dann parse und den Typ analysiere und ihn dann eben in den Kontext eintragen. Das heißt, im Prinzip schreibe ich das ganze Programm nochmal. Da die Definition ja allerdings schon da ist, ganz oben haben wir sie am Anfang des letzten Videos gesehen, habe ich mich dazu entschieden, einfach das Ganze wieder zu verwenden und einfach meinem Typsystem nur den Typ zur Verfügung zu stellen. Damit ist auch sicher, oder das ist so ein kleiner Trick an Ihrer Stelle, das alles hier in der Prelude schon zu tun. Oben haben Sie schon Programme geschrieben, die fertig sind. Weil die Sprachen ja so nah beieinander liegen, geht es jetzt nur darum, die Typinformationen hinzuzufügen und damit verzichten Sie darauf nochmal, das Curry, was Sie ja unten in dem Import jetzt machen können, jetzt können Sie es nochmal da hinschreiben mit der gesamten Definition, dann müsste man die ganze Prelude wieder kopieren und im Sinne des Prototypings reicht es mal, das so zu zeigen, dass das so geht. Genau. Das habe ich ja auch im Prinzip hier mit dem Map gemacht. Das Map gibt es ja schon, aber ist eben hier, wenn man da mal kurz drüber überfliegt, ist hier nirgendwo eingetragen. Das heißt, wenn ich diese Definition löschen würde, gäbe es kein Map in der erweiterten Sprache. Könnte ich aber natürlich auch auf diesem Weg hier einführen.
Auch nochmal, vielleicht, wenn Sie nochmal zurückscrollen, weil wir das auch in unserem Vorgespräch hatten zu diesem Video, das ursprüngliche Map, da sind wir ja vorhin in der Prolyth über 550 war das ja. Ach, hier nochmal. Ja, genau. Oh, das wird jetzt natürlich schwer. Wird schwieriger. Hier haben wir das zumindest für die Liste der Spezialisierte. Ja, ich wollte ja eigentlich das Generelle haben, weil das ist ja eigentlich der Witz an der Stelle. Mal gucken, ob wir es so finden. Wenn man danach einen gleich macht, müsste es auch gehen, ne? Da ist es, ja. Da sieht man jetzt in der Zeile 428, da haben sie ja ein Map geschrieben, noch in der alten Sprache, wo wir immer gesagt haben, diese verschiedenen Datenkonstruktoren sind ja schon gedanklich verschiedene Typen und werden hier auf dem Map abgebildet. Da sehen wir, dass wir das haben hier für den SumNone, Cons, also für die Liste, für Parser auch. Und jetzt haben sie eben in dieser typisierten Prolyth ein sehr spezielles Map wieder gemacht. Das hat ja einen Grund gehabt. Nur, dass wir nochmal Nachhilfe liefern, was ihr Typsystem gerade kann und wo es sich verweigern wird. Also was man hier sieht, dieses Map könnte ich so in meiner Sprache nicht implementieren. Das liegt einfach daran, dass das Typsystem, auch wenn man es hier jetzt vielleicht wegen der Typinferenz nicht sieht, das Typsystem überprüft sehr wohl, dass diese ganzen Fälle hier, diese Muster, die ich hier angebe, alle Datenkonstruktoren oder Muster eben sind des gleichen Typs. Das heißt, wir unten auch gesehen haben, was ihr auch tatsächlich hinbekommt. Genau, sonst hätte er auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, hier irgendwie über U1 und V1 reden zu können, beziehungsweise über Listen davon. Ja, und hätten wir jetzt hier noch in dieses Map wieder zum Beispiel das Map von dem Parser oder von der Option gemacht, dann ist das Typsystem überfordert an der Stelle. Wir können das ja auch einfach mal machen. Ausprobieren. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt versuche, mit Zahlen zu mischen. Ich gebe auch hier bewusst nochmal eine Liste zurück, dass wenigstens der Rückgabetyp stimmt. Und eigentlich, ich hoffe es, sollte es jetzt zu einem Fehler kommen. Wenn das nicht vor ausprobieren, ist nicht geladen vor, was? Ja. Speichern sollte ich natürlich. Kann sein, dass es jetzt natürlich noch funktioniert, weil es die alte Definition benutzt hat. Also die Erwartung ist jetzt, was so das Typsystem nicht können kann an der Stelle. Ja, das ist noch das alte. Wir müssen das nochmal anstoßen. Was das Typsystem jetzt nicht können kann, da gibt es jetzt im Rumpf des Maps, wird einmal die Liste genommen und einmal mit der natürlichen Zahl, die auf Nil abgebildet wird. Und das passt nicht, weil es dazu keinen Obertypen gibt, der das irgendwie vereinigt hätte. Genau. Und das werden wir gleich sehen. Type Mismatch, da haben wir es. Genau, da beschwert er sich darüber, dass er erwartet hat, dass es hier sich um eine beliebige Liste handelt. Also er spezialisiert das auch nicht. R1 kann was Beliebiges sein. Aber er hat eben eine natürliche Zahl gefunden. Und die passt eben nicht dazu. Genau. Man könnte sich natürlich ein mächtigeres Typsystem vorstellen, was auch sowas kann, wo es dann eben möglich ist, eine Verallgemeinerung zwischen Listen und Zahlen auszudrücken. Aber das Typsystem, was ich jetzt hier verwendet habe, also das Hindley-Milner-System, das sieht das eigentlich nicht vor. Da sehen wir wieder, Typsystem macht eine Beschränkung, gibt mir aber auch Sicherheit beim Programmieren, wird dann wieder in die alte Sprache übersetzen, wo wir dann auch sicher gehen können, dass die Operationen, die dann angewendet werden, auch immer laufen werden in der alten Sprache, weil der Typcheck ja schon vorher durchgelaufen ist. Und wir hatten das ja vorhin bei der, was war das noch, der einen Geschichte, wo wir, oder auch bei diesem Map, will man aber bestimmte Flexibilitäten, müsste man entweder auf ein Typsystem verzichten oder hat ein sehr spezielles Typsystem. Genau. Was ja auch solche Typklassen oder Dependency-Typed-Systems versuchen zu erweitern, der Raum der Ausdrucksmöglichkeiten, aber irgendwann ist immer Ende Gelände. Richtig. Wobei Dependent-Types da schon sehr weit gehen, aber ja. Die Box machen wir jetzt mal lieber nicht auf. Genau. Ansonsten... Also alles, was wir haben da jetzt fast 700 Zeilen Code in der Prolyth übersprungen. Ich kann ja einfach mal so ganz grob überfliegen. Man sieht hier zum Beispiel, die beiden Definitionen der Syntaxbäume haben wir ja eben schon gesehen. Und hier danach folgt dann direkt auch der Parser, der definiert Schlüsselworte und dann eben die ganzen Produktionen, um eben die Sprache, die erweiterte Sprache zu parsen.
Das überfliege ich jetzt einfach mal Genau, alles. das ist erstmal nur Parser, dass man eine Baumrepräsentation davon kriegt. Vielleicht noch kurz, ich hatte gesagt, mit diesen Lets und mit dieser Kommaschreibweise in einem vorigen Video, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich das wirklich brauche. Und der Parser für die erweiterte Sprache war dieser Punkt, weil es natürlich dann Regeln gibt in der Grammatik, die wieder eine andere Regel verwenden. Zum Beispiel dieses ParseXLet hier verwendet hier ein ParseXTree. Und der ParseXTree, wenn ich da mal kurz nach oben scrolle, der verwendet selbst wieder das ParseXLet. Das heißt, es ist so eine zyklische Abhängigkeit und spätestens hier habe ich das benötigt. Ja, das ist. Ich kann mich erinnern, dass ich mal in Clojure eben auch Parser-Kombinatoren geschrieben habe. Und wenn man keine Möglichkeit hat, in der Sprache so eine Variable vorbekannt zu machen, bevor sie definiert ist, hat man übelst verloren an der Stelle. Genau. Ja. So, nach dem Parser folgt die Translate-Funktion, die haben wir ja eben schon gesehen, deswegen überspringe ich die nochmal. Dann kommen hier die Typen und einige vorgefertigte schon, genauso wie eine Funktion, die mir eine String-Repräsentierung eines Typen generiert. Eben das, was wir dann hier unten auch sehen, macht genau diese Funktion. Dann kommt im Prinzip hier der Typ-Check und der Typ-Check, der verwendet einen Typungskontext, in dem im Prinzip ein Counter Den wir eben da existiert. hatten, den haben wir uns ja eben angeschaut. Ne? Da Genau. steht so und so viele Typvariablen sind da möglich. Ne? Da wurde der befüllt, Ja. genau. Und im Prinzip dieser Kontext, der enthält eine Map, kann man natürlich auch hier wieder wegen fehlender Typen nicht sehen, aber das ist eine Map, die im Prinzip einen Namen auf einen Typ abbildet. Und ein Counter, und diesen Counter, den verwende ich im Prinzip dafür, um Typvariablen eine eindeutige ID zu geben. Denn wenn wir nochmal hier hinspringen, Typvariablen haben so eine ID und das sollte möglichst eine Ganzzahl sein. Das ist ähnlich wie in der Haskell-Implementierung, was wir, glaube ich, im zweiten Video gezeigt haben. Da hatten diese Metavariablen auch so eine ID. Genau, dann gibt es auch hier wieder Helfer. Es gibt eine Funktion, die generiert mir einen Lernkontext. Dann gibt es eine Funktion, die kann anhand von einem Kontext eine neue Typvariable erzeugen. Eine Funktion, die Typen eintragen kann und eben noch ganz viele andere Helfer. Dann gibt es ein Type-Check-Monad, der ähnlich wie der Eval-Monad in Haskell funktioniert. Und auch für den gibt es hier wieder ganz viele Funktionen, auch wieder klassisch das Map und FlatMap und Die haben sie jetzt eben. auch wieder eingerückt, sozusagen. Die sind nur in diesem Kontext, ne? Sehe ich das gerade richtig? Nee, die sind separat. Okay. Ja, das ist so ein Das ist da Multi-LED. hinten, das ist ein Multilet, ja. Nennen wir Multilet es ist einfach schon. mal Multi-LED, genau. Ja, auch wieder ganz viele Helfer und hier kommt dann eben auch diese große Funktion, beziehungsweise der Wert, das ist keine Funktion. Zwar der Standard-Type-Kontext habe ich es mal genannt, da wo eben diese ganzen Sachen eingetragen vordefinierten, sind, ja. genau. Aber bei der eigentlichen Typreferenz sind wir noch nicht vorbeigekommen, wenn mir das gar nicht entgangen ist, oder? Wie meinen Sie Typ? Die Typinferenz. Die Typinferenz kommt jetzt, Die genau. kommt jetzt, ne? Ja, dann, genau, die beginnt mich jetzt hier mehr oder weniger, nämlich songtype ist eine Funktion, die nimmt einen Typ an und man kann sich vorstellen, Typvariablen sind Platzhalter, die später durch einen anderen Typen instanziiert werden können. Und songtype löscht alle bereits instanziierten Platzhalter und ersetzt sie durch die Instanz eben. Also im Prinzip einfach eine Helferfunktion, damit man hier später nicht irgendwie V1 U1 stehen hat, sondern wirklich List U1, weil irgendwann wurde mal eine Typvariable instanziiert mit dem List-Typ. Das sieht man dann hier. Genau, dann gibt es einen Helfer, der erkennt, ob ein Typ eine bestimmte Typvariable enthält. Das braucht man später, um zu erkennen, ob ein Typ rekursiv ist. Und dann kommt im Prinzip auch schon die große Funktion Unify. Die nimmt zwei Typen an, A und B hier. Diese FlatMap-Type-Check hier, das kann ich mal vorwegnehmen, weil das steht ja weiter unten, was die tatsächlich da mappen. Das songt einfach diese beiden Typen, dass da alle überflüssigen Platzhalter rausgeflogen sind. Und dann geht es hier wirklich los, wo dann die Unifikation von zwei Typen implementiert wird. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass wenn der eine Typ eine Typvariable ist, die noch nicht instanziert wurde, dann guckt er, ist der Typ B, enthält er diese Typvariable, dann wäre B rekursiv, dann returnt er einfach.
Und ansonsten, wenn es nicht rekursiv ist, dann instanziiert er diese Typvariable einfach mit dem Typ B. Dann gibt es das Ganze natürlich noch andersrum. Da rufe ich dann den Helfer einfach andersrum auf. Und ansonsten sieht es eigentlich so aus, dass immer rekursiv das Ganze verglichen wird. Also zum Beispiel, wenn ich zwei Typnamen habe, wird einfach auf Gleichheit überprüft. Das sieht man hier ganz gut. Ansonsten gibt es ein Type Mismatch. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn ich Boolean mit Natural vergleiche. Tupel werden einfach rekursiv für alle ihre Werte aufgerufen. Also das ist dann im Prinzip einfach ein SIP von den Werten da drin und ein rekursiver Aufruf der Unifikation. Das ist jetzt ein echter Galopp dadurch. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal, schon wieder lange her, den hinten den Milner mir angeschaut zu haben. Aber strukturell klingelt noch was, dass das so ähnlich aussah. Ja. Ich denke, da kann man auch stundenlang drüber reden, um das wirklich in aller Ausführlichkeit zu erklären. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, in der Sprache gibt es für den Programmierer nicht die Möglichkeit, über ein Tupel zu reden. Also im Prinzip, ich schreibe es jetzt einfach mal hier rein, ein Wert, geklammert, könnte man ja als ein Tupel auffassen, aber die werden von der Sprache immer automatisch, ich sag mal, geunboxed. Also der Wert da drinnen wird automatisch rausgeholt. Und das sieht man hier an der Stelle ganz gut, nämlich wenn ich zwei Tupel habe, wird einfach überprüft, dass diese beiden Tupel eben, dass die Werte da drinnen unifiziert werden können. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, und da sehe ich auch, glaube ich, noch einen Bug, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Aber wenn es ein Eintupel ist, das sieht man hieran, dass das eine Liste aus einem Element ist und ein beliebiger anderer Wert, dann wird dieser Wert, der in dieser Liste drinnen steckt, mit diesem anderen Typ verglichen. Also unifiziert. Das gleiche Spiel eben andersrum. Das sieht man dann hier. Das ist auch etwas ein Punkt, über den wir etwas großzügig hinweggegangen sind. Wir hatten damals, als wir die Videos vorbereiteten, durchaus einige Gespräche darüber, wie das mit diesem Eintupel ist in der Sprache, ob es wirklich ein Eintupel oder nichts anderes als ein kleiner Trick ist für Boxing. Aber sei es drum, das ist eine Designentscheidung von Ihnen. Genau. Der Typchecker arbeitet trotzdem mit dem Eintupel an der Stelle. Dann hier wieder Helfer, die überspringe ich einmal. Dann ganz wichtig bei so einem Typsystem mit Typvariablen ist, dass man Typen, die im Typungskontext eingetragen sind, darf man nicht einfach so verwenden, um sie dann später mit etwas anderem zu unifizieren, weil dann würde man die eingetragenen Typen ja spezialisieren. Das heißt, bei der nächsten Verwendung werden sie immer noch spezialisiert. Deswegen macht man immer eine frische Kopie eines Typen, sobald man ihn sich aus dem Kontext holt. Das macht im Prinzip diese Funktion. Und dann, genau, das ist auch wieder ein Helfer. Und das ist die eigentliche Inferenz. Also das ist der Algorithmus, der nimmt ein Tree an und gibt einen Type zurück für diesen Tree. Das sieht jetzt entspannt aus. Genau, mehr oder weniger. Nachdem man das davor alles Single geschrieben hat, ja. Genau, dann müsste es eigentlich auch bald schon zu einem Ende kommen. Das ist eben jetzt einfach, gut, das kann man sich dann mal auf Wikipedia durchlesen, wie das genau funktioniert. Das sind auch wieder Helfer dann für die Typinferenz. Aber das Schöne ist eben, was ich beeindruckend finde oder was das Besondere an diesem Projekt auch war, dass wir hier immer noch in einer datenkonstruierenden Sprache programmieren, die jetzt das Typsystem einführt, und das ist trotzdem alles sehr lesbar geblieben. Aber danach ist sie eben mächtiger geworden und hat sich selbst erweitert. Das musste man also nicht irgendwie schon in die Haskell-Implementierung mit einbauen, sondern kann die Sprache jetzt selber nachrüsten. Ohne dass sie damit, also jetzt mal abgesehen davon, dass das irgendwie langsam wirkte, man kann das alles optimieren, aber es ist ja genauso wie ein Compiler vor seinen Check macht, das gehört danach, aber sobald der ja dann durch ist, dann läuft das Programm wie üblich schnell einfach durch. Genau. Wird halt nur garantiert kein Bockmist mehr machen. Also kein Typ Bockmist. Ja, dann sind wir soweit durch, oder? Genau, dann kommen hier jetzt auch wieder nur Helfer. Und da sind wir auch schon wieder beim Makro. Den Import, der ja auch irgendwo eingebaut war. Aber ich glaube, wir machen an der Stelle einen Schlussstrich. Vielen Dank, Herr Favre, dass wir die Videos dazu gemacht haben. Sie rätseln ja immer noch, vielleicht mit der Tendenz jetzt, die auch öffentlich zu machen, zusammen mit dem Repository.
Wir wünschen unseren Zuschauern viel Spaß, sich mit Lambda-M zu befassen. Die Implementierung ist hinreichend kurz, also man kann sich damit gut auseinandersetzen. Sie ist strukturiert aufgebaut mit der Prolyte. Es gibt einen kleinen Kern. Man muss sich ein bisschen bereit sein, mit Haskell zu befassen. Aber wenn man diese Hürde nimmt, ich glaube, auch mit Hilfe der Videos kann man auch guten Einstieg kriegen, ohne dass man sich unbedingt mit der Haskell-Seite befassen muss. Wie auch immer, viel Spaß und vielen Dank nochmal, Herr Pfarr. Das fand ich sehr interessant, den Durchlauf hier. Ja, ich habe auch zu danken.